Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer wirklich wunderschönen Karte. Ich finde die total klasse und möchte euch unbedingt zeigen, wie die funktioniert. Ihr seht schon jetzt, wenn das vor mir steht, das ist eine ganz besondere Kartenform. Und zwar ist das hier die gleiche Kartenform, nur einmal in Quer und einmal in Hochkant. Also ihr könnt die Karte richtig schön vor euch hinstellen und habt dann hier einmal diese Variante in Hochkant oder diese Variante, ich zeige es euch mal von vorne, die kann man eben auch so hinstellen. Und die ist wirklich ganz, ganz schön und gar nicht so schwer und kompliziert, wie sie aussieht. Hinten drauf hat man dann auch noch Platz, Grüße unterzubringen, eigentlich sogar relativ viel. Und man kann diese Karte auch ganz flach verschicken. Seht ihr das? Also ich kann die ganz platt machen und kann die auch ganz normal verschicken mit der Post. Und der Beschenkte kann sie dann einfach so aufstellen und vor sich hinstellen aufs Regal und hat hier wirklich eine ganz zauberhaft schöne Karte. Diese Kartenidee habe ich gesehen, das blende ich euch hier nochmal ein. Ich glaube Jan Biekartz oder so, leider kann ich mir das immer nie merken und ich schreibe es euch lieber hier hin, damit es auch wirklich stimmt. Und ich habe es aber ein bisschen umgewandelt. Die Dame aus dem Video hat zwar auch die Anleitungen, das war eine englische Anleitung, hat zwar auch die Zentimeter-Anleitungen, Maße angegeben und Inch, aber ich bastel in Zentimeter und ich habe die Maße noch ein bisschen verändert, dass es für mich jetzt noch ein bisschen besser passt vom Maß. Und ich zeige euch noch ganz viele tolle andere Ideen, die stehen schon hier hinten, ne? Die sehen auch wunderschön aus und die zeige ich euch am Ende vom Video. Okay, dann wollen wir einfach mal starten. Ihr braucht für diese Karte auch gar nicht so viel. Bevor ich starte, wollte ich nur ganz kurz sagen, dieses Stempelset ist im neuen Mini-Katalog. Und zwar heißt es Elegant Floral und ich finde es so schön. Und wollte euch hier auch zeigen, dass ihr immer hinten auch noch Beispiele drin habt im Katalog. Einmal hier vorne schöne Beispiele für das Stempelset und die Stanzformen. Und dann hinten auch immer noch so eine zweite Idee, wo man immer super schöne Ideen findet. Falls ihr den Katalog noch braucht, könnt ihr mir gerne schreiben. Einfach eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com oder ich blende euch hier oben mal meine Webseite ein, da könnt ihr euch gerne umschauen. Und jetzt starten wir los. Ich habe als Material einmal Calypso als Grundfarbe für meine Karte und nutze noch Grundweiß. Ich habe immer den extra starken, also das wären die Bestellnummern, falls ihr die braucht. Und ich habe auch noch Designerpapier, das ist aber schon älter, das ist es von diesem Wüstentraum, glaube ich. Als Designerpapier könnt ihr einfach nehmen, was ihr wollt. Ich empfehle euch nur, ein Designerpapier zu verwenden, das keinen Musterverlauf hat. Also was ganz Neutrales. Ich zeige euch mal kurz die Weihnachtskarte hier zum Beispiel mit Sternchen drauf. Also das ist super perfekt. Oder ebenso wie hier ein Muster. Aber nichts, wo man wirklich auf den Verlauf achten muss. Das würde ich so beim Designerpapier bevorzugen. Sagen wir es mal so. Und was ihr für Maße braucht, das halte ich euch jetzt auch hier kurz ins Bild. Dann könnt ihr Pause machen und habt alles auf einen Blick. Einmal habe ich den Grundkarton Calypso in 20 cm x 14,5 cm. Designerpapier brauchen wir zwei Stücke mit dem Maß 12 x 4 cm. Grundweiß brauchen wir sechs Stücke, sechs Streifen mit 13 x 4,5. Und wenn ihr es so wie ich machen wollt mit einem kleinen Spruchband, habe ich den geschnitten auf 7 x 1,5 cm. Und dann legen wir schon mal los. Wie gesagt, ihr habt hier noch ein bisschen mehr, als ich jetzt da liegen habe. Ich habe mir das schon ein bisschen hergerichtet fürs Video. Wir starten aber gleich mit der Grundkarte, also mit dem Calypso. Ich schnappe mir meinen Papierschneider und nehme mir die lange Seite und falze das Ganze einmal bei 5 cm, also hier anlegen bei 5 cm mit der Falzklinge und bei 15 cm. Lege ich hier an bei 15 und dann mache ich so, dann nehme ich mein Papier raus und drehe mir das einmal auf den Bauch sozusagen und falze mir es nochmal bei 10 cm. Und jetzt ganz wichtig, nehmt das wieder raus und legt es euch wieder zurück in die Ausgangsposition, weil in dieser machen wir jetzt weiter. Hier braucht ihr jetzt ein Lineal und einen Bleistift. Mal gucken, ist das einer? Ja, das ist einer. Genau, und da mache ich es jetzt so, ich habe jetzt hier meine Linien. Und in den beiden äußeren Linien, ich hoffe, ihr seht es, mache ich mir Markierungen bei 5 cm von oben und von unten. Und zwar direkt auf meiner Falzlinie mache ich mir einfach so einen kleinen Punkt bei 5 cm oben und unten. Und das mache ich bei der anderen Falzlinie, bei der äußeren auch. Ich
halte mir das jetzt so rum, dass für mich einfach, dass ich die Falzlinien besser sehe. Aber ich zeige euch das gleich auch noch mal ganz genau, was wir Schritt für Schritt machen. Also ich habe jetzt hier auf meiner Falzlinie bei 5 cm von oben, bei 5 cm von unten und das gleiche auch hier einen Punkt hingemacht. Und diesen Punkt verbinde ich mir jetzt mit einem mit einer Falzlinie von meinen Ecken genau an meine Punkte hin. Und damit ihr das besser sehen könnt, was ich hier gemacht habe, habe ich euch so eine Vorlage gemacht. Also das hier sind unsere drei Falzlinien. Hier ist die Markierung bei 5 cm, hier, hier und hier. Und jetzt falzen wir uns mit dem Falzstift oder mit einem Falztool einfach von der äußeren Ecke bis zur Markierung, wieder runter bis zur mittleren äußeren Ecke von der mittleren Falzlinie, wieder hoch und wieder runter. Das gleiche machen wir oben auch. Und dann entsteht euch oben ein W und unten ein M und sieht dann so aus. Also das Grüne sind die Falzlinien, die wir uns jetzt mit dem Papierfalter einfach nachziehen. Und ich nehme auch nur den Papierfalter. Ihr könnt auch so einen Falzstift nehmen, wenn ihr wollt, oder einfach was ihr habt. Manchmal hat man auch von so Boards noch die Stifte. Und das falze ich mir jetzt hier so schön nach. Und da drücke ich wirklich auch ein bisschen fester auf. Und ich arbeite auch ganz genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier an der Stelle auch ein paar Blätter Papier oder einen Block drunter legen. Dann geht es noch ein bisschen einfacher. Liegt bei mir jetzt eh schon unter der Matte. Und jetzt habe ich hier oben schon dieses W. Und mache hier unten auch gleich mit dem M weiter. Genau, wie gesagt, drücke ich gut drauf, dann falzt sich das nachher einfacher. Ich würde die Karte ein bisschen umnennen vom Namen. Ich würde es die Karte nennen, eine Karte für fleißige Bastelhände. Und zwar erzähle ich euch das auch gleich nachher, weil wir haben jetzt dann einen Schritt, der ein bisschen länger dauert. Oder der immer wieder das gleiche ist. Und da passt es dann ganz gut, wenn man ein bisschen fleißig ist. Jetzt nehme ich mir noch ein Radiergummi und radiere mir meine Markierungspunkte weg. Und ihr seht, jetzt habe ich hier oben das W und hier unten das M, das ihr, wie gesagt, auf der Vorlage wesentlich besser erkennen könnt, glaube ich. Ich habe hier auch so einen Punkt, den mache ich auch gleich weg. So, genau. Also so sieht mein Papier jetzt aus mit den ganzen Linien. Und das können wir uns jetzt eigentlich auch gleich mal nachfalzen. Denn jetzt mache ich so, ich achte wieder darauf, dass meine Bergfalz innen ist und meine Talfalz außen ist. Das ist ja immer so der Tipp. Das heißt, ich falze jetzt in der Mitte einmal die Karte einfach um. Lege sie mir schön gerade auf. Und falte mir einfach mal wie so eine ganz normale Klappkarte. Und jetzt klappe ich mir diese beiden großen gefalzten Linien nach außen. Das heißt, ich lasse die Karte so verschlossen liegen, nehme das obere Stück und falze das so nach außen. Falze mir das Ganze wieder schön nach und mache das bei der anderen Seite auch so. Das heißt, ich mache die Karte nochmal zu in die andere Richtung und falze mir das auch wieder so nach außen. Ich glaube, so sieht man am besten, was ich meine. Und wenn man das so macht, schön gerade aufeinander legt, dass es schön ordentlich ist, dann falzt man sich immer diese Bergfalz, also diesen Hügel, den man gemacht hat, innen rein. Und dann passt es so. Und jetzt können wir uns diese Dreiecke, die wir da gemacht haben, oder diese Formen einfach noch so ein bisschen mit den Fingern vordrücken. Und das mache ich so, dass ich hier hinten reinfasse und mir das so ein bisschen nach vorne drücke. So seht ihr das eigentlich vielleicht ganz gut. Das mache ich bei allen. Dann weiß nämlich das Papier schon ein bisschen besser noch, wo es hin muss. Durch die Falzlinien weiß es das eh schon ganz gut, aber so ist es noch ein bisschen besser. Und das falze ich mir auch schön nach. Also erstmal die untere Seite. Jetzt sieht es schon mal so aus. Und dann jetzt eben die andere Seite auch noch.
Ich finde, so geht es eigentlich am besten, wenn man das so einklappt und dann nochmal jede Seite schön nachfalzt. Also so. Ich drücke mir jetzt diesen Mittelfalz nach unten eigentlich und den anderen so nach oben und mache mir jetzt hier diese Form. Und da falze ich einfach alle Linien schön nach. Und wenn ihr das dann bei allen gemacht habt und das komplett zusammenlegt, dann habt ihr einfach so ein Trapez. Da kann man auch nochmal richtig gut nachgehen. Dann passt das alles super. Und die kann ich jetzt einfach so vor mich hinlegen. Achtung, ihr habt zwei Seiten. Eine so eine, wie so kleine Schüsselchen, das ist die Rückseite. Und diese Spitzen, wo so aufstehen, zu euch hin, das ist die Vorderseite von der Karte. Genau, die legen wir jetzt kurz auf die Seite und dann machen wir mit der Dekoration weiter. Und da kommt jetzt dieser Schritt mit dem Fleißigsein. Also, ich schnappe mir zuerst mal mein grundweißes Farbkartonpapier. Nein, ich schnappe mir zuerst mein Designerpapier. Und zwar habe ich ja zwei Stücke von dem Designerpapier mit dem Maß 12 x 4 cm. Und jetzt mache ich mir an der Oberseite von meinem Papier rechts und links wieder eine kleine Bleistiftmarkierung. Und zwar bei, ich schaue nochmal nach zur Sicherheit, aber ich glaube 4 cm. Genau, bei 4 cm oben. Einen kleinen Punkt rechts und links. Und ihr müsst das jetzt bei euren beiden Designerpapieren machen. Ich habe meine schon ein bisschen zurechtgeschnitten und aufgeklebt, dass ich jetzt nicht alles im Video machen muss, aber das müsst ihr jetzt bei jeder machen. Und jetzt könnt ihr diesen Punkt bis zu dieser äußeren Kante schneiden. Ihr könnt dafür den Papierschneider nehmen. So mache ich immer, aber ihr könnt es natürlich auch mit der Schere schneiden, dass ihr einfach von dieser Ecke bis zu eurem Punkt einen Schnitt setzt. Das geht auch. Wenn ihr das im Papierschneider macht, so wie ich, dann lege ich mir das jetzt ganz genau ein. Und zwar meinen markierten Punkt hier oben. Hier ist der kleine Punkt, den ich mir markiert habe, bei 4 cm von außen. Und jetzt schneide ich mir hier runter und lege mir diese Spitze auch genau in die Rille. Und es ist sehr von Vorteil, wenn die Klinge schön scharf ist. Meine ist, glaube ich, gar nicht mehr so scharf. Ich schneide jetzt mal von oben runter, dann geht es ein bisschen besser mit der Ecke. Und jetzt habe ich hier noch meine zwei Bleistiftpunkte und ich habe es mir angewöhnt, dass ich das sofort wegradiere und mache das bei der anderen Seite genauso. Da lege ich mir wieder meinen Punkt und meine Ecke genau in die Rille ein und schneide einmal mit Schwung schön durch und radiere mir dann gleich meine Bleistiftmarkierungen weg. Dann sieht das Ganze, seid ihr natürlich sehr, na doch, hallo, so aus. Und das macht ihr natürlich zweimal, weil ihr habt ja zwei Designerpapiere. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mit unserem grundweißen Farbkarton. Wichtig ist hier an dieser Stelle, aufpassen, ich habe mir die Markierung jetzt schon auf mein Papier gemacht und die ist bei der grundweißen Karte auch oben, aber bei 4,5 cm von rechts und links. Also bei eurem Designerpapier habt ihr die Markierung bei 4 cm von außen und beim grundweißen Papier bei 4,5 cm. Und da schneide ich es mir auch gleich durch. Und das ist jetzt dann eben diese Fleißarbeit, die ihr jetzt bei 6 eurer Grundweißkarten machen müsst, also bei allen, die ihr da habt. Dann wird das richtig schön gleich wieder wegradiert, weil nachher, wenn ihr die alle auf einen Stapel legt, müsst ihr ganz schön suchen und das nimmt noch ein bisschen Zeit weg. Deswegen habe ich es mir so angewöhnt, dass ich das gleich sofort mache. Und auch hier schneide ich mir wieder meine Ecken weg. Wie gesagt, das müsst ihr 6-mal machen. Und dann habt ihr diese schönen Trapeze und viele, viele, viele Dreiecke. Genau. Ich habe das jetzt schon hergerichtet. Denn jetzt geht es ans Bekleben. Diese Trapeze braucht ihr alle. Von den kleinen Vierecken bleiben dann, glaube ich, 4 zum Schluss übrig, die wir nicht brauchen. Aber das sehen wir dann beim Aufkleben. Also da bleibt euch noch ein bisschen was übrig. Jetzt klebe ich mir erstmal mit Flüssigkleber dieses Designerpapier auf mein grundweißes Papier auf. Und die kleinen Dreiecke kommen auch auf meine Dreieckspitzen. Naja, der Kleber muss wollen. Zur Not hätte ich nur einen anderen da. Da habe ich meinen anderen.
Der Vorführeffekt. Gestern kam noch was raus. Mal gucken, ob heute. Nee. Also, was tun wir? Wir nehmen eine spitze Nadel und los geht das. So. Ups. Ja, das war jetzt nicht so schlau, aber gut. Manchmal ist es so, da kommt dann ganz viel auf einmal. Ganz wichtig ist aber tatsächlich hier, dass man nicht zu viel Kleber drauf macht und an den Rand auch nicht zu stark hingehen. Also eine schöne Umrandung, dass man das einfach nicht an der Seite rausbastelt, den Flüssigkleber. Aber es geht noch. So. Und hier mache ich es genauso. Hat immer so einen kleinen weißen Rand noch außenrum. Das sieht ganz hübsch aus. Übrigens, wer möchte, könnte die Designerpapiere für die Ecken auch öfter anderen, mit dem anderen Design aufkleben, dass ihr die Mittelteile eine andere Farbe habt wie die äußeren oder eben immer die Rückseite davon. Ich mache es jetzt gleich, mir gefällt das ganz gut so, aber das wäre natürlich auch noch eine tolle Variante, um vielleicht noch ein bisschen anderes Ergebnis zu bekommen. Super, und jetzt habt ihr das Ganze auf allen euren Papieren gemacht und habt jetzt eben zwei komplett beklebte mit Designerpapier und dann noch vier Stücke nur in Weiß und nochmal vier Stücke von den kleinen, wobei ich glaube, das sind sogar acht, oder? Ne, vier. Vier und vier von denen bleiben übrig, die können wir auf die Seite tun, die können wir für die nächste Deko mit Blumen ausstanzen vielleicht noch verwenden oder so. Genau. Und jetzt bleiben wir gleich beim Kleben, denn wir nehmen uns nochmal unsere Grundkarte und kleben jetzt diese ganzen Elemente auf. Und zwar fange ich mit der Vorderseite an. Also denkt dran, ihr habt wie so eine kleine, hier wie so kleine Pyramiden, die nach oben schauen. Das ist die Vorderseite. Und das lege ich mir jetzt flach hin und klebe mir da meine ganzen Elemente drauf. Und fange jetzt hier einfach mal außen an mit meinem beklebten Designerpapierelement. Auch hier nicht zu viel Kleber nehmen, dass es nirgendwo rausbatzelt. Und dann habe ich hier noch die schönen Muster. Die klebe ich mir hier an die Dreiecke hin, in die Mitte. So. Und so, und zwar oben und unten. Eins noch. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt nehme ich mir noch die kleinen weißen und die kommen jetzt auf die anderen Ecken, die hier noch frei sind, die man hier noch sieht, und zwar hier rechts und links und oben hin. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch angenehmer ist, wenn ich diese Klebezeiten zum Beispiel rausschneide, wenn es schneller geht für euch, oder ob ich die auch drin lassen kann, weil ihr sowieso mitbastelt und auch vielleicht mitklebt und an der Stelle ganz froh seid, wenn ich ein bisschen Zeit dafür auch brauche. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich überlegt, ob ich dieses Video mal komplett ohne Schneiden versuche aufzunehmen. Mal gucken, ob es klappt. So sieht jetzt unsere Vorderseite aus. In der Mitte sind diese zwei Elemente, die sind noch frei. Und dann drehen wir uns das Ganze auf die Rückseite und auch hier kommen nochmal die vier Trapeze, die wir jetzt noch haben, rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt zum Beispiel auch noch bestempeln mit Sprüchen, wenn ihr da viel Text unterbringen wollt zum Beispiel. Oder ihr beschriftet es auch vorm Ankleben oder wenn ihr jetzt sagt, ich weiß noch gar nicht, wer die Karte bekommt, dass ihr dann vielleicht auch das jetzt vorher schon beschriftet oder erstmal gar nicht beschriftet und später aufklebt.
Aber ihr könnt euch die Karte auch super beschriften, wenn das schon angebracht ist. Also ihr habt ja vorher gesehen, dass man die ganz flach machen kann. Hoppla. Dass man die ganz flach hinlegen kann und dann kann man immer noch schreiben. Ich zeige euch das gleich, wenn ich das letzte angeklebt habe. So. Also wenn ich diese Karte jetzt beschriften möchte, dann kann ich mir die Karte einfach hinlegen, ganz flach. Und kann dann hier meinen Text reinschreiben. Also ich komme da gut zurecht, weil die nicht so starr ist, also weil die ja beweglich ist, geht es. Aber ihr müsstet dann, wenn ihr das jetzt schon beschriften wollt, im offenen Zustand, müsstet ihr nur wissen, macht ihr die Karte hochkant oder macht ihr sie quer. Genau, das ist die Rückseite. Wie gesagt, wenn ihr quer habt, müsst ihr so beschriften oder eben so und dann halt immer die Deko auch anpassen. Deswegen baue ich die Karte immer zuerst zusammen und dann erst beschrifte ich die Karte, weil es mit der Deko super noch funktioniert. Jetzt machen wir die Karte komplett zusammen und dafür klebe ich mir ein bisschen Kleber. Achtung, auch nicht hier an den Rand hinkommen zu stark. Nur auf eine der beiden Seiten. Seht ihr das? Ich habe das jetzt nur auf dieses linke Trapez gemacht. Klappe mir dann die Karte zu und falze das hier nochmal nach, damit der Kleber ein bisschen anziehen kann. Da könnt ihr auch das noch so falten, ein bisschen halten. Und jetzt ist die Karte, Magie, Magie, in dem richtigen Zustand. Und ihr könnt sagen, cool, oder? Ich finde es so toll. Ihr könnt sagen, ich möchte sie hochkant hinstellen oder ich möchte sie so quer haben. Ich finde beides total schön und ich kann mich wirklich nicht entscheiden, was ich cooler finde von der Form. Ich finde, die ist einfach nur gigantisch. Und die kann man sich echt so vor sich hinstellen aufs Regal und hat da so eine schöne Deko. Also, ich finde total klasse, diese Kartenart. Ja, super. Jetzt sind wir schon bei der Deko und für die Deko braucht ihr ein bisschen Krimskrams sozusagen. Ich habe mir da schon einiges hergerichtet. Ich weiß gar nicht, was ich alles benutzen kann. Der Kleber gehört nicht dazu. Aber ich habe euch ja vorher schon gesagt, ich habe dieses wunderschöne Stempelset mit diesem elegant floral, heißt das, glaube ich, gell? Das gefällt mir total gut und das werde ich jetzt hier benutzen für die Deko. Und zwar schnappe ich mir das jetzt mal. Da passen auch die Stanzformen dazu. Die Stempel an sich hätten diese Bestellnummer. Spiegelt ein bisschen. Die Stanzformen heißen genauso. Elegant floral und haben diese Bestellnummer. Und ich blende euch jetzt noch die Kombi ein. Beziehungsweise ich habe es eigentlich noch da. Kann ich euch auch direkt sagen. Ihr findet nämlich dieses Produkt als Produktpaket in diesem Katalog. Auch mit einem Preisvorteil von 10%, wenn ihr das als Produktpaket kauft. Das wäre dann dieses hier, hat die Bestellnummer 162255, falls ihr es braucht. Und wie gesagt, immer diese tollen Beispiele anschauen. Das ist so ein schönes Set. Ich finde das so schön, weil das so tolle Stempelabdrücke macht, so ganz zarte. Genau. Und ich mache mir jetzt hier einmal die große Blüte. Ich nehme noch mehr aus dem. Also ich habe die große Blüte verwendet, die kleine Blüte, diesen Zweig und ich habe auch den Glückwunsch aus dem Stempelset benutzt. Das hole ich mir auch gleich raus und werde mir das Ganze jetzt mal aufstempeln. Und ich bleibe da auch im Kartenformat, also bei der Kartenfarbe. Hier habe ich jetzt Granit benutzt und Calypso. Calypso hätte diese Bestellnummer an Stempelfarbe und Granit hat diese. Genau. Den Spruch, den mache ich einfach in Granit. Nochmal einen Stempelblock, der von der Größe passt. Ja, der passt. Und jetzt muss es natürlich gerade werden. Das ist ja toll. Aber das schaffen wir auch noch, oder? Ist schon ganz gut, aber ich habe noch eine Rückseite. Ich probiere es nochmal. Ist genauso schief. Ein bisschen schief ist schon, gell? Also ich lasse es jetzt mal, aber eigentlich würde ich es nochmal machen. Ganz bisschen schief ist es schon. Und jetzt nehme ich noch die große Blüte und mache die in Calypso. Und hier ist der Tipp. Nehmt euch einmal Stempelfarbe auf, stempelt das Ganze ab. Und nehmt dann den zweiten Abdruck für die zweite Blüte und habt eine wunderschöne zweite Farbkombi. Jetzt probieren wir noch einen dritten. Also ihr könnt hier wirklich drei
tolle Blüten erzeugen mit nur einmal Stempel eintunken. Ich habe drei verschiedene Farbnuancen, die alle zart und schön sind. Also der ist ganz zart, der ist eher satt, also was ihr da gebrauchen könnt. Und so habe ich es bei dieser Karte auch gemacht. Ich wollte eben einen dezenten haben und einen stärkeren. Deswegen habe ich immer beide Stempelabdrücke gemacht und habe sie dann eben ausgestanzt. Und hier habe ich so rum verwendet und hier habe ich es genau andersrum verwendet. So habt ihr auch gleich mehr Material für mehr Karten, weil diese Kartenform ist so toll, die muss man gleich öfter basteln. Genau. Dann habe ich also, wie gesagt, diesen Zweig noch aufgestempelt und diese kleinen Zweige und ja, alles, was ihr so findet. Und jetzt geht es an Stanzen. Falls ihr die Stanzformen nicht habt, könnt ihr natürlich das Ganze auch ausschneiden. Das geht auch ganz gut. Ich habe hier zum Beispiel bei dieser Karte den Zweig mit der Hand ausgeschnitten und ich finde, das sieht auch gut aus. Bei der Stanzform macht es euch in der Mitte noch so kleine Löchlein rein, also noch ein bisschen feiner, aber geht auch genauso mit der Hand ausgeschnitten. Und ich stanze mir jetzt das Ganze natürlich mit der Stanzmaschine aus. Ich bin ja froh, dass ich sie habe. Und habe hier auch noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr die Stanzformen nämlich benutzt, einmal für die Blüte, haben wir hier noch so kleine Zweige drin. Oder das ist eigentlich für die Blütenmitte, aber ich benutze das tatsächlich als kleine Zweigelemente und stanze mir das in der Farbe aus, die ich auf der Karte habe, also in Calypso. Und finde, dass das noch eine total süße kleine Hintergrunddekoration ist. Das baue ich jetzt hier so ein. Und jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, also dass die wirklich schön ausgestanzt ist, die Blüte. Ich lege mir das hier alles so auf, also diese kleinen Zweige, alle beide und die Blüte. Wird einmal durchgekurbelt. Und diese kleinen Zweige, ihr könnt euch jetzt eben auch die anderen Blüten ausstanzen. Und die Zweige, also ich sage Zweige, das sind ja keine Zweige, das sind eigentlich diese Blütenmitten, die kurbel ich mir einfach nochmal aus. Weil ich das total süß finde, die in den Hintergrund zu dekorieren. Ich mache noch so einen kleinen Farbakzent. Ihr könnt schon noch ein bisschen platzsparender arbeiten, so ist es nicht. So. Und tun das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Also muss man nicht, aber kann man schon mal machen, wenn, wenn man eh schon alles da hat. So. Genau. Und dann bauen wir uns die Karte zusammen. Also ich muss jetzt echt überlegen, ob ich es hoch oder quer mache. Vielleicht mache ich die auch nochmal in quer, weil dann habe ich in der gleichen Farbe auch nochmal die, die Kombination in diesem Fall. Genau. Die ganzen anderen Stanzteile, die stanzt ihr euch einfach so nach und nach auch mit aus. Und ich mache es immer ganz gerne so, bevor ich mir diese Sachen aufklebe auf die Karte. Die sind ja ganz flach. Aber wenn man so ein bisschen Schwung da reinbringt, dann formt man das Ganze noch viel schöner und hat eine ganz andere Wirkung auf der Karte. Ich finde das immer ganz besonders schön, wenn man das bei Sprüchen macht. Das heißt, ich gehe immer hinten rum, mache so eine Beuge und mache dann nur nach vorne so einen Schwung. Dann haben die immer so einen kleinen... Dann haben die viel mehr Leben. Das schaut einfach total schön aus. Muss man dann nicht so ganz stark aufkleben, aber so ein bisschen, finde ich, macht sich das immer total gut. Und das mache ich eben jetzt auch bei den Blüten. Und könnte auch gerne natürlich bei den Zweigen machen. Und ich mache es immer gerne in beide Richtungen ein bisschen. Also es muss nicht so ganz starr sein. Nur vorsichtig bei den Zweigen, dass die jetzt nicht abbrechen. Und wenn ihr keinen Papierfalter habt oder so, ihr könnt natürlich das auch mit den Fingern machen. Das könnt ihr natürlich genauso formen. Dann haben wir noch den ganz großen Zweig. Auch hier ist es schön, wenn man die Blätter noch so ein bisschen in Form bringt. Und dann seht ihr das gut? Das erzeugt mal gleich ganz andere Tiefen. Und jetzt schnappe ich mir einfach ein bisschen Kleber und mache mir mein Etikett mit Dimension auf, also mit zwei Abstandsklebern. Die mache ich genau an dieser Kante, wo ich diesen Schwung reingemacht habe. Und klebe mir jetzt erstmal diese Blüten so ein bisschen in den Hintergrund und dann das Etikett drüber.
Mal schauen, dass ich noch im Bild bin. Es gibt jetzt hier bei dieser Stelle nur einen Tipp, den ihr noch beachten könnt. Wenn ihr später die Karte verschicken wollt und ein ganz normales Standardbriefkuvert habt, dann müsstet ihr, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit den Rändern. Messt es euch mal aus, wenn ihr das ein ganz normales Kuvert tut. Die Karte hat ja als Grundmaß 14,5 mal 10 cm, also die passt gut rein normalerweise. Aber wenn ihr jetzt hier viel drüber steht und unten viel drüber steht, dann müsst ihr vielleicht ein neues Kuvert dazu nehmen, ein größeres oder eins basteln. Und wenn ihr die Karte flach verschicken wollt und ihr macht die Karte jetzt hochkant und ihr würdet jetzt zum Beispiel hier vorne die Blüte so aufbringen wollen, müsstet ihr darauf achten, dass ihr die Karte in eine Richtung immer knicken könnt, dass der Kleber nur auf einer Seite ist. Weil wenn der Kleber auf beiden Seiten ist, dann ist die Karte natürlich starrer und dann kann es sein, dass sie nicht mehr ganz flach gemacht werden kann. Normalerweise geht es vielleicht trotzdem, aber sicherheitshalber klebt euch diese Sachen nur auf eine Seite an, wenn ihr es hochkant macht. Und auch wenn ihr es quer macht, dass ihr nur auf eine Seite den Kleber anbringt und über die Mitte nichts klebt, dann könnt ihr es immer noch flach verschicken oder flach hinlegen oder wie auch immer. Dann nehmt ihr euch da keine Möglichkeiten weg, wenn ihr die Karte dann doch verschicken wollt, dass das dann kein Problem ist. Genau, dann machen wir noch den Zweig so ein bisschen in den Hintergrund. Den mache ich, glaube ich, noch weiter hinter die Blüte. Das habe ich die schon angeklebt, aber mal schauen, ob es trotzdem geht. Und mache dann hier das Etikett so drüber. Das mache ich jetzt eh so auf die Oberseite. Also da ist es sowieso kein Problem mit der Deko. Da muss ich eben nur gucken, dass er nicht zu arg übersteht, wenn ich das noch beachte mit dem Kuvert. Und unten mache ich die Blüte auf diese Seite hin, auch mit Abstandskleber. Und den Zweig so ein bisschen in den Hintergrund, den klebe ich so zuerst an. Bei dieser Karte geht es jetzt zum Beispiel gar nicht über die Mitte, da brauche ich mir dann gar keine Sorgen machen. Und das noch so ein bisschen schief drauf. Ist schön, oder? Also ich finde das Stempelset auch echt klasse, weil das so zart ist. Und jetzt haben wir noch diese kleinen süßen Nupsis, die man jetzt so wirklich als Blütenmitte verwenden könnte. Aber ich fand es ganz nett, wenn die als Zweige so ein bisschen in den Hintergrund noch gelangen sozusagen. Wenn die da so ein bisschen hervorspitzeln. Da mache ich nur ein ganz bisschen Kleber hin und lasse die dann einfach hier unten noch so ein bisschen rausschauen. Das ist nur mal so ein kleiner Farbklecks. So wäre es ganz schön, oder? Vielleicht sogar noch weiter oben. Nur schauen, dass es wieder rauskommt. Ja, das finde ich auch cool. Das ist auch eine coole Stelle. Da könnt ihr natürlich auch gerne mit Pinzette arbeiten. Das schaut doch witzig aus, oder? Wenn das hier oben noch so ein bisschen mit dem Roten so durchschimmert, das gefällt mir richtig gut. Und auch hier so ein Hintergrund rein. Spitzelt das nur ganz wenig raus. Noch da unten. Das ist einfach noch so eine Mini-Feinheit, kann man machen, wenn man möchte. Und sieht, finde ich, ganz, ganz süß aus. Genau. Was natürlich jetzt noch nicht fehlen darf, wisst ihr es bestimmt. Hier und da noch ein Glitzy, das wäre doch jetzt noch toll. Ich nehme jetzt hier einfach die ganz normalen Glitzersteine, denke auf mein Blatt eins auf und vielleicht sogar noch auf mein Etikett. Das mache ich immer so ein bisschen nach Lust und Laune, wobei mir das jetzt gar nicht so gut gefällt. Ich mache es lieber in die Ecke. Steinchen. Und was jetzt auch noch ganz nett ist und was ich natürlich jetzt auch nicht lassen kann, ein bisschen Wingo Stella Glitzerpinselstift noch auf die Blüten, weil die kann man noch so ein ganz ein bisschen verlaufen lassen, die Farben. Die finde ich dann noch ein bisschen intensiver und die glitzern und funkeln natürlich noch ein bisschen. Seht ihr das? Ihr könnt da theoretisch wirklich wie so aquarellmäßig noch ein bisschen reinmalen. Und das mache ich einfach noch auf meine Blütchen drauf, weil die so schön sind. Ich dürfen schon ein bisschen glitzern. So. Also wie schön ist das eigentlich, oder? Ich finde die Kartenform so toll. Vielen, vielen Dank für diese grandiose Idee. Und wir haben die auch schon bei unserem Online-Team-Treffen gebastelt von der Bastelwerkstatt Bande. Und dann hatte jeder
So eine wunderschöne andere Karte und es waren so tolle Ideen. Also es ist einfach nur der Knaller, wenn man das ein bisschen mit anderen Produkten macht oder mit einem anderen Thema. Schon hat man so viele unterschiedliche Kartenformen und also Kartenwirkungen, sagen wir so, Formen ist ja immer gleich, aber so andere Kartenwirkungen und das ist so schön. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Karte im Team auch nachzubasteln. Jetzt habt ihr hier genau den direkten Vergleich, hochkant oder quer, mit der gleichen Grundkarte. Ihr habt hier die Karte in Granit hinterlegt und nicht in Calypso. Das ist auch sonst genauso gleich, mit gleichem Designerpapier, aber wirkt ganz anders. Okay? Also cool, wie das wirkt. Und ich möchte euch jetzt natürlich noch die anderen tollen Ideen nicht vorenthalten. Ich habe hier eine Karte, die finde ich echt wunderschön. Ich habe erst, war mir nicht sicher, also in ganz blau, es ist für eine Dame natürlich, weil es einen Schmetterling drauf hat. Aber ich finde die so schön. Die hat hier so ein Papier mit so kleinen Goldglitzerelementen. Hat in der Mitte einfach nur ein großes Etikett hinterlegt mit dem noch größeren Etikett. Ein schöner Spruch. Ein kleiner süßer Schmetterling. Ein paar kleine Glitzis und dann eben diese Teile. Das ist gar nichts selber ausgestanzt. Das gab es mal einfach als fertige Stanzelemente. Und die fand ich hier so schön. Die sind so zart und passen so gut dazu. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Karte geworden. Und dieses Weiß und Blau, finde ich, macht sich da richtig, richtig gut. Also ich finde es ja auch eine ganz, ganz tolle Idee. Und dann kommt noch eine schöne Weihnachtskarte. Die habt ihr schon ein bisschen googeln dürfen. Die hat jetzt dieses Hochkant. Ist als Grundfarbe in Pfauengrün und hat im Hintergrund schöne Blau- und Lila-Töne als Winterweihnachtsflockenlandschaft. Hier vorne zwei Etiketten. Und dann eben diese schönen Stanzformen, diese schönen Schneeflocken ausgestanzt. Das ist auch ein älteres Set, aber ich fand es eben mit dem Schwung ganz schön und dass man das auch so ein bisschen anders dekorieren kann. Hinten sieht es natürlich so aus. Und ja, habe ich hier auf diese ganzen Stanzschneeflocken noch so kleine Glitzerpunkte verteilt, weil da darf es tatsächlich noch ein bisschen mehr glitzern, fand ich. Und mit dem silbernen Papier, ich finde, es ist eine ganz edle, schöne Weihnachtskarte geworden. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Zur Weihnachtszeit Freude, Ruhe und Zufriedenheit. Finde ich richtig schön. Und das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingskarten geworden, finde ich. Also die finde ich auch total schön. Das ist einfach eine Glückwunschkarte, zum Beispiel auch zum Geburtstag. Und hier habe ich die Mattung ausnahmsweise mal nicht in Weiß gemacht, sondern das ist Lindgrün im Hintergrund. Sonst habe ich immer Weiß verwendet. Aber ich finde, das passt hier sehr gut. Das Papier ist was Besonderes. Es hat diesen Schimmereffekt. Das ist ganz wunderschön. Das ist eins meiner heiligen Papiere. Das benutze ich nur ganz selten. Aber ja, finde ich total schön auf der Karte. Hat jetzt auch keinen Verlauf. Hier vorne ein schönes Etikett und passt einfach super mit dem schönen Blümchen und dem herzlichen Glückwunsch noch als Spruch. Ja, ich finde auch, das Etikett macht sich so gut da noch drauf. Das ist von den Mohnblumen damals noch, also eins meiner Lieblingssets gewesen auch. Und ich finde die Karte wirklich toll. Ich finde die Farben sehr schön und das ist einfach, ja, wirklich eine schöne Idee. Ich habe die Karten auch nochmal gebastelt. Da blende ich euch jetzt noch ein Bild ein. Da werden noch andere Sprüche drauf, dass ihr auch seht, wie das mit anderen Sprüchen wirkt. Und kann man natürlich auch wunderschön so machen. Ja, und jetzt würde ich sagen, Vorhang frei. Ich kriege gar nicht alle ins Bild, ich muss weiter rausgehen. So. Für ganz viele tolle Karten. Ich hoffe, sie kriege ich einigermaßen ins Bild. Ja, es geht schon so. Jedenfalls wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude bei dieser wunderschönen Kartenform, beim Nachbasteln und beim Verschenken und beim Augenbeobachten von demjenigen, der es bekommt. Das ist immer wunderschön. Bastelt sie auch gerne für euch selber und stellt sie euch hin, weil das ist auch toll, wenn man eine schöne Karte rumstehen hat und sich dann immer wieder freut, wenn man vorbeigeht. Das kann man natürlich auch machen. Jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich natürlich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss.